Simon Will, Freunde! Bist du bereit? Ja. Let's go. Video Nummer 2 mit Jonas. Vielen Dank, dass du nochmal die Zeit genommen hast. Geht's gerade schon los oder was? Ja, natürlich. Alter, du gehst ja einfach richtig rein direkt. Okay. Ja, deswegen ist der Kanal ist ja noch nicht lang da. Es geht um Freunde finden. Deswegen das heutige Thema. Wir reden halt direkt dann über Themen, die halt ja, so ein bisschen in die Tiefe gehen, weißt du? Ja. Weil ich bin immer kein Fan davon. Von oder in die Länge gehen, wenn du verstehst, was ich meine. So. Ja, gar nicht. Gar nicht. Oder in die Dicke, oder in die Breite. Nee, oder in den roten Durchmesser, oder in den Durchschnitt. Genau. Oder wenn du es aufschneidest, dann in den Querschnitt oder so. Genau. Ich bin echt kein Fan von Smalltalk und sowas. Mich triggert es auch immer, wenn man irgendwie sich trifft und dann genau. Redet man irgendwie nicht. Ich mag es auch nicht. Ich bin auch kein Fan von dir. Das ist natürlich auch ja. Nice und das ist eine gute Voraussetzung auf jeden Fall für dieses Video. Deswegen ist es das Gute, dass wir als Thema jetzt auch gar nicht mich haben, sondern... Dödel. Okay? Ist okay. Wie ihr im Titel seht, geht es heute darum, dass wir Aufklärung schaffen wollen. Also mir ist auch hier sehr daran gelegen, dass das ganze Ding auch ein größeres Ziel verfolgt. Also wirklich ein übergreifendes Ziel, dass es hier nicht nur um Blödelei geht. Danke, kein Problem. Nicht nur um zwei Jungs, die crazy sexuelle Fantasien oder sowas hier ausstreuen. Sondern wir wollen Aufklärung schaffen für alle Mädels da draußen. Ich habe die Seite gefunden, mädchen.de, wo ganz viele Dinge draufstehen, die Männer anscheinend mit ihren Pimmeln tun. Mhm. Und ich würde einfach, dass wir beide einfach mal so ein bisschen bestätigen, ob das bei uns zutrifft ja. Oder ob das Humbug ist. Weil wenn Mädels dann auf die Seite gehen und sich das durchlesen, dann kann es natürlich schnell passieren, dass sie dann denken, okay, das ist ja alles Fact. Mhm. Und dann stellen sie sich so krass drauf ein, dass sie dann vielleicht auch ein verquertes Bild haben und dann vielleicht auch die Sexualität vielleicht ein bisschen ja. Falsch wahrnehmen. Willst du noch am Anfang sagen, dass du auch bei mir Richtig, wir haben jetzt auch bei Jonas ein Video gedreht und da haben wir das ganze Thema quasi von der anderen Seite belichtet und zwar bei den Mädels. Ja, also wir haben untenrum belichtet ein bisschen bei den Genau, Mädels. Wir haben den Spieß quasi umgedreht. Genau, und eine Kamera mit Licht genommen. Ungefähr so. Da haben wir dann quasi so gesagt, ob wir glauben, dass diese Dinger wirklich zutreffen genau, also mit dem. Machen Mädchen heimlich tatsächlich das mit ihrer Müll, oder genau, halt oder nicht. Nicht? Ja, genau. Deswegen, der Link ist der erste Link in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne direkt anwatchen. Und nun, der Titel der Seite ist 12 lustige Dinge, die Jungs heimlich mit ihrem Lümmel machen. Hauptsache lustige Dinge, als gäbe es so über viele lustige Sachen, die uns ein Ding machen können. Oh, lol! Ich glaube tatsächlich, dass unser Geschlechtsteil ein bisschen lustiger ist. Ja, ein bisschen lustiger, bisschen lustiger mehr komödiantische Sachen. Allein was aussieht wie ein Elefant. So ja, richtig. Das bei mir ist es halt eher so eine Erdnuss mit zwei, genau. Mich würde interessieren, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Ja. Distributed by... Nein. Okay, steht nicht dabei. Ich glaube, es steht nicht dabei. Ich würde mal tippen, eine Frau. Safe hat es eine Frau geschrieben. Ich würde mal tippen, eine Frau, die sich für einen Männerexperte hält. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, dass wir dieses Video hier drehen und genau. Dann hier ein bisschen Klarschiff schaffen. Wir lesen uns abwechselnd diese Punkte vor. Ja. Und dann sagen wir einfach, was bei uns da die Situation ist. Perfekt. Erstens, die Handtuch-Challenge. Klingt komisch, ist aber wirklich wahr. Er versucht gerne mal, wenn er eine Erektion hat, herauszufinden, wie viele Handtücher übereinander sein bestes Stück halten kann. In Klammern 4, wenn man den Kommentaren im Internet glauben kann. Irgendwas hast du bestimmt auch schon mal drüber gehängt. Ja, genau. Irgendwas hängt man gerne mal drüber. Aber nicht regelmäßig so. Das auf keinen Fall. Bei mir auch nicht regelmäßig, aber vor allem muss ich halt voll ehrlich gestehen, dass meiner da in der Hinsicht voll die Memme ist. Also 4 Handtücher nie im Leben. Das kommt aber an was für Handtücher? So kleine und Küchenhandtücher vielleicht schon. Ja, das schon vielleicht. Vor allem, glaube ich, ist aber auch entscheidend, ob die so eine Lasche haben. Weil dann geht's viel eher. Aber es ist eher so eine Once-in-a-Lifetime-Experience als so ein Ding, was man regelmäßig macht. Also nicht, dass jetzt Mädchen denkt, oh, ja. Immer beim Duschen hängt er sich seine Sachen dahin. Wenn so ein Mädel duschen geht, dann kann man ja auch einfach das Handtuch für sich schon mal vorbereiten und da drauf hängen. Das ist Next Level, das müssen die dann beim nächsten Mal machen. Ich habe immer als Trick gelernt, dass wenn man mit einem Mädel im Kino ist, dann ja. Soll man das Popcorn auf seinen Schoß stellen, sein irrigiertes Ding unten in diese Tüte reinstecken und das Mädchen, was sich Popcorn rausgreift. Oh mein Gott, was ist das für... Ja. Nummer 2. Die Größe ist entscheidend. Für Typen zählt die Größe oftmals doch. Deswegen hat wohl jeder Junge schon mal seinen Stock nachgemessen oder langgezogen in der Hoffnung, dass er dadurch wächst. Ich glaube, jeder hat das auch schon mal gegoogelt. So, wie kann man seinen Stock länger kriegen? Du hast es nicht gemacht, was? Nein, also ich habe es natürlich auch nicht gemacht. Doch, also das ist safe. Ja. Aber um den quasi länger zu bekommen, also zumindest mal eine höhere Länge zu simulieren, finde ich eigentlich ist eher der Trick, das typische Reindrücken. Weißt du, wenn man es linear nimmt. Ach so. Ja, es ist immer so eine Auslegungssache, wo man eigentlich anfängt zu messen. Ne? Macht genau. Das, ja, genau. Und alle drücken rein. Ja. Plötzlich haben alle 22 cm Stachel. Denkst du so, okay? Es ist, glaube ich, wirklich so, dass für Jungs theoretisch die Größe entscheidend ist, als für Mädchen immer. Die meisten Mädels vergleichen auch gar nicht so krass, glaube ich, irgendwie so von der Einschätzung. Das müsste man jetzt Mädchen fragen, aber. Genau, das wäre jetzt wieder eine Sache, die ihr gerne mal in die Kommentare schreiben könnt. Hotdog oder was? Kerle formen heimlich aus ihrem Kolben und ihren einen Hotdog und, und klemmen ihn zwischen die Beine und tun so, als hätten sie eine Backen. Aber warte mal, wie stellen die sich diesen Hotdog vor? Aussehen? Hey, Hotdog denke ich auch nicht, aber ich weiß, was sie meinen, diesen Punkt. Es ist aber, finde ich, einfach nicht ein Hotdog. Bei mir ist halt dieses Ding, man greift halt hier hinten rum, nimmt dann alles, was man irgendwie packen kann, alle drei Kandidaten, die es halt gibt, ja, ja. Und zieht ihn halt übertrieben krass nach hinten so. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann macht man halt vorne so irgendwie. Das war richtig intens, Alter. Das ist halt mega lustig. Ist so lustig, Alter. Man sieht legit so aus, als hätte man einfach wirklich eine Magie. Das ist so lustig. Man kriegt es manchmal sogar auf hin, dass da so in der Mitte sich so ein Schlitz
Das ist so stark, wirklich. Das ist so eine Überwindung, sowas in der Öffentlichkeit zu machen. Wann war bei dir so ein Gefühl, das letzte Mal, wo du es gemacht hast? Boah, heute Morgen. Nee, kein Plan, aber ich schwöre, es ist safe noch nicht so lange her. Also, keine Ahnung. Es war jetzt nicht so ein Ding, was ich das mal mit 13 gemacht habe oder so. Nö, das hat man schon immer wieder. Nee, immer, wieder, wieder nice. Immer wieder lustig. Ich hoffe, ihr schätzt die Ehrlichkeit, die in diesem Video drin steckt. Ja, Mann. Bist du Stella? Sie geben ihrem Glied einen Namen und reden auch mit ihm. Okay. Warte mal, was? Stella? Ja. Wer würde denn seinen Kolben weiblichen Namen geben? Keine Ahnung. Ich muss beides nein sagen. Du hast dir eben schon in meinem Video gesagt, du hast ihm auf jeden Fall Namen gegeben. Ja, genau. Aber das war damals halt in Form von Kunst, in einem Track. Willy Boy. Denkst du ernsthaft, du kannst es mit dem Willy Boy aufnehmen? Ja. Aber hast du schon mal mit einem Mädel geredet und gesagt, yo, komm her! Hä, hey, willst du nicht meinen Willy Boy mal sehen? Boah, ne, das auf gar keinen Fall. Aber Johnny ist, finde ich, so ein Ding, was man irgendwie mal machen kann. Weil ich finde immer so ganz schwer ist, diese Hürde so nach diesen Oral-Aspekten so ein bisschen irgendwie zu fragen. Weißt du? Ich finde, das fühlt sich immer so ein bisschen disrespectful an. Ja. Und da kann so ein Name vielleicht irgendwie das smoothere Weg sein, aber irgendwie ist es auch ein bisschen cringy. Hast du Lust, meinen Johnny zu grüßen oder so? Fände ich komplett cringe so. Wirklich, also. Warte mal, irgendwie kommt mir der Satz vom letzten Fan-Event bekannt vor. Aber das ist falscher Kontext irgendwie. Was? Also ich habe noch nie mit meinem Glied geredet. Nee, das finde ich ganz, ganz, ganz komisch. Spiel, Satz und Sieg. Jungs benutzen ihren Glied als Baseball- oder Tennisschläger und schlagen Gummibärchen, Erdnüsse oder sonstige kleine Dinge damit quer durchs Zimmer. Hä? Das hat so safe eine Frau geschrieben. Ja, 100%. Also, vielleicht versucht man sowas einmal und dann merkt man, dass es halt absolut nicht funktioniert. Eben. Vor allem so, warte mal, steht da Schießen? Nee, okay, da steht Schlagen, die sie quer durch den Raum, aber so die Vision, die ich da habe, ist so richtig, wo man hat so dieses richtig so, BAM! So. Und das ist halt nicht real. Durch sowas bekommen, glaube ich, die Mädchen da draußen ein verkorkstes Bild von der männlichen, ja, vor allem geht das. Sieht es wirklich wie so ein Gruppenspiel. Danke! Ich habe sowas noch nicht erlebt, auf jeden Fall. Nee, was man machen kann, so dieses Bouncy-Ding irgendwie so, aber damit andere Objekte in Bewegung zu versetzen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich behaupten. Ja. Okay, der nächste Punkt, Schwingungen. Sie tanzen durch den Raum und schwingen ihn dabei in alle Richtungen. Also, sowas von safe. Danke! Was? Ja, ja. Also immer wenn ich nackt bin. Ja, auch so lustig, wenn du dich so nach vorne und hinten bewegst und deine Nüsse katschen gegen. Ja. Ja, ja, aber ich finde vor allem dieses Links-Rechts-Ding ist so mein Favorite. Auf jeden Fall. Und das vom Spiegel finde ich noch witziger. Ja, es ist schon witzig. Ah, da versuche ich immer irgendwie so meinen Geschwindigkeitsrekord zu knacken. was halt die Sounds angeht. Also das wird ja sehr messbar. Ja, das tritt auf jeden Fall gut, ja, oder? Smart Pen. Kaum zu glauben, aber viele Typen haben schon versucht, mit ihrem Handy oder auch Tablet zu bedienen. Irgendwas mit einem Touchscreen eben. Okay, ich glaube, ich hab's noch nie gemacht. Echt nicht? Hast du, aber nein! Alle seine Insta-Posts, macht er einfach nur so. Stell dir vor, ich hab so irgendwie so eine Systematik rausgefunden, wo ich einfach nur sowas. Das Handy bewegst du gar nicht, du bewegst einfach nur deine Aber man hat ja diesen Muskel, dass man den irgendwie bewegen kann. Also ja, genau, die ganze Zeit geht so. Aber an sich geht der eher nach oben und unten, der Muskel. Ja, so. Ja, ja. Man könnte, also das hätte die ganze Zeit so leben. Und dann ist irgendwie perfektioniert diese Taktik, dass man dann die ganze Zeit. Man könnte Flappy Bird oder so, könnte man damit auch so spielen irgendwie. Aber alles andere wird echt hart kompliziert. Nee, ich hab wirklich 100% Real Talk auf jeden Fall schon gemacht und probiert. Und es funktioniert halt auch natürlich. Warte mal, mit dem Handy und hast du den Screen mal gewaschen oder so? Was glaubst du, dieses Einschussloch herkommt? Warmer Apfelkuchen. Solltet ihr American Pie gesehen haben, dort steckt ein Typ sein Ding in einen warmen Apfelkuchen. Prinzipiell versuchen Jungs ihren Penis überall reinzubringen, bis es mal schief geht. Ja, also das hat nachgelassen. Bei mir hat es nachgelassen, aber als ich jünger war, so in der Pubertät und so und zum ersten Mal, habe ich wirklich viele Sachen ausprobiert. Aber nicht in fucking Apfelkuchen. Nein, nein, Apfelkuchen nicht. Das ist eine Film-Situation. Nein, nein, aber und dann real nicht. Die empfehlen einen kranke Scheiß im Internet. Also ich habe es nie gemacht und die empfehlen einen zum Beispiel so Chicken zu kaufen. So ein halbes. Ja, sowas ist wirklich abartig. Aber es ist abartig. Also sowas kann ich auch nur vertreten. Wenn jemand wirklich mal sowas gemacht hat, dass man wirklich mal in so ein totes Chicken reingesteckt hat, so, das finde ich absolut nicht. Es sei denn, es wurde danach noch gegessen, dann finde ich es in Ordnung. Ansonsten habe ich gelesen, dass es auch mal ziemlich gibt, dass man so Pampelmusen. Kennst du das? Das Wort ist allein. Das ist doch so eine riesige, kürbismäßige Form. Ja, eher so eine Orange in groß. Eine Orange, dass man da so ein Loch reinmachen kann, aufwärmen in die Mikrowelle und dann kann man das quasi als Taschen. Wie eine Taschen. Genau, im Billig. Eine Sache an Leute, die das vorhaben oder so, geht einfach in den Sexshop. Oder aber wenn ihr es macht, legt die Pampelmuse nicht wieder zurück ins Obstregal, sodass eure Mutti dann die Pampelmuse am nächsten Tag auch eurer kleinen Schwester gibt. Finde ich gut, finde ich gut. Penis einbuddeln. Ja, Jungs haben einfach eine Schraube locker. Könnte man meinen. Wenn sie sich am Strand unbeobachtet fühlen, kann das schon mal vorkommen, dass sie anfangen,
Stachel. Das ist ein Sand einzubringen. Der schöne Sonnenuntergang wird da schnell zur Nebensache. Okay, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Kein Strandurlaub der Welt hat sich bisher dazu geeignet, dass ich meinen Stachel verbulle. Was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, ist halt, dass ich quasi, wenn ich so saß, irgendwie so meinen ganzen, irgendwie hier ja, so. Ja, aber mit der Badehose hast du doch. Ja, das macht ja gar keinen Sinn, dass du erst deine Badehose aus, dann bist du ja nackt auch kurz. Ja, eben. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, höchstens am FKK stand, aber nee, also da hatte ich auch gar keinen Bock, dass dann so Sand so vorne in dieses Ding. Also würde ich auf jeden Fall bleiben lassen. Was ich da irgendwie eher witzig finde, ist den Gedanke, wenn man sich auf den Bauch legt und wenn du einen harten hast, dann damit halt dann ins. Digga, wenn ich dir vorstelle, dass ich Urlaub fahre mit meiner Familie und ich sehe dich am Strand liegen, wie du einen harten hast und den die ganze Zeit im Sand reinbohrst. Szenen beobachten. Das mag jetzt etwas schwachsinnig und vor allem langweilig klingen, aber Jungs finden ihre super spannend und verbringen gerne Zeit damit, ihren besten Freund zu beobachten und genau aus die Lupe zu nehmen. Entspannt, oder? Also unter die Lupe wirklich? Also bei mir unter die Lupe, ja. Also grundlegend, so overall weiß man auf jeden Fall komplett, wie es aussieht. Man kennt die Eigenschaften, man kennt komische Aspekte daran oder so. Ja, ja. Also es ist schon volle Kanne. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch bei Ladies letztendlich so ist. Ja. Dass man, ja, man checkt einfach einmal komplett aus. Ja, das heißt ja, einmal, aber immer so, immer wieder. Und man, die verwandelt immer so bla. Es verändert sich auch immer das ganze Leben lang, entwickelt sich weiter. Man hat schon eine besondere Beziehung, finde ich auf jeden Fall, zu seinem Geschlechtsteil so. Ja. Mit den Jungs über die neuesten News zählen. Ja, die Jungs fragen sich immer, was für Mädels so viel zu quatschen haben. So einiges. Aber wenn Jungs mal telefonieren, kann es nur zwei Gründe geben. Erstens, frisch Fleisch, in Klammern ein neues Girl ist am Start. Oder zweitens, der ist krank. Heißt, er wird beim Sex nicht steif, juckt oder eine andere Auffälligkeit ist zu vermerken. Also, ich finde es ehrlich gesagt heavy sexistisch, diese Aussage. Ja, das ist auf jeden Fall über sexistisch, ja. Dass die einfach sagen, wir telefonieren nur über Girls und über uns. Also, da gibt es deutlich tiefe Themen auf jeden Fall. Ja. Super, die. Ich würde auch niemanden anrufen, glaube ich, so, wenn mein Ding auf jeden Fall weird ist so. Ja, ja. Höchstens würde ich zum Arzt. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall meinen Bros davon erzählen, wenn wir uns sehen. Irgendwas. Aber so oft hat man ja auch nicht so Probleme, oder? Nee, ja. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Beauty-Abend. Bitte was? Ja, auch Jungs machen, wie wir Mädels, eine Art Beauty-Abend. Nur betiteln sie die Pflegeeinheit nicht so und hängen sie auch nicht an die große Glocke. Anders als wir Girls den Beauty-Abend mit den besten Freundinnen feiern und uns selbstgemachte Gesichtsmasken gegenseitig auftragen, verbringen Jungs ihn ganz alleine. Denn sie kümmern sich weniger um Gesichtspartien, sondern vielmehr um ihren geliebten. Das ist ja richtiger Bullshit. Denn auch Jungs können mit einem unangenehmen Geruch im Intimbereich zu kämpfen haben und müssen sich daher auch besonders dort richtig waschen. Okay, ist halt duschen. Das ist halt kein Beauty-Abend, Digga. Ich mach keinen Beauty-Abend. Nee, also der Punkt ist mit Abstand der verkehrteste, würde ich sagen. Kompletter Bullshit. Aber lass doch gleich einen Beauty-Abend machen. So zwei dann nochmal so richtig. Ja, lass uns einmal ausprobieren, oder? Weil wir jetzt gesehen haben, okay, sowas genau. Gibt's. So, ja. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, okay. Tatsächlich. Nee, unterm Strich, Mädels, lasst euch von solchen Seiten, also ich finde sowas an sich cool. Ich glaube, der Intent, also der Grund, warum man solche Seiten schreibt, ist an sich der richtige, weil man irgendwie Mädels das Gefühl geben will, irgendwie, keine Ahnung, Jungs haben auch Probleme im Kopf und denken auch über viel nach und so bla bla. Aber bei ganz vielen Punkten können wir auf jeden Fall sagen, so, das ist definitiv kein Fact, keine Routine. Ja. Aber ansonsten kann man jetzt auch einfach gerne zu Jonas wieder rübergehen. Man kann sich die Einschätzung von uns zu dem weiblichen Geschäftsteil und so angucken. Auch also, irgendwie super interesting so. Es war mir eine Freude, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Also diese Freundschaft ist schon so intensiv gerade. Ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall, also ich habe echt das Gefühl, wir haben auf jeden Fall eine neue Freundschaft entwickelt. Ich habe hier in dir auf jeden Fall eine neue Freundin gefunden. Richtig nice. Das gebe ich wirklich sehr gerne zurück. Geil, Mann. Vielen Dank. Und ihr müsst fleißig den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben, viele Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, drehen wir bald nochmal was zusammen. Und zwar über noch mehr Zipfel. Noch mehr was. Und noch mehr verrückte YouTuber-Situationen haben wir letzte Woche gedreht. Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was für weitere Themen wir vielleicht mal zusammen behandeln sollen. Ich habe das Gefühl, wir sind ein Dr. Sommer-mäßiges Team. Ja, Mann. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Was passiert hier? Hast du eine Banane? Zwei. Oh, geil. Hast du Bock, ein Video zusammen zu drehen? Das ist halt okay. Freunde.